Benson & Hedges is a great brand, you think so? It's a great brand. Yeah. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ihr habt es schon im Titel gelesen, wir drehen heute die 5. Ausgabe von Hypebeast nach erfundenem Modemarkenbefragen. Ich glaube, ihr habt schon ein paar Teile gesehen, wenn nicht, wir werden einfach hier im ersten Bezirk, da rennt die Creme de la Creme der Fashion-Szene herum. Hier zeigt man gerne mal, was man anhat und dass man mehr Geld für Klamotten ausgibt. Hier werden wir ein paar Mode-Experten suchen und sie einfach mal zum Thema Mode befragen. Allerdings fragen wir nicht nur nach ganz normalen Marken, sondern wir mischen auch immer wieder ein paar erfundene Marken rein, wie zum Beispiel aus Giuseppe Zanotti wird heute Rosette Clamotti oder aus Versace wird Apache, der Rapper. Wir werden auch ein paar Klassiker wieder mit reinmischen, wie zum Beispiel Chaibo Club und vieles mehr, was mir einfach zwischendurch spontan einfällt. Und wir werden schauen, ob die Leute zugeben, dass sie die Marken nicht kennen oder es ihnen lieber ist, ein bisschen als Profi durchzugehen und einfach hier mitzumachen und zu behaupten, die erfundenen Marken zu kennen. Ich will gar nicht mehr länger quatschen. Wir suchen uns den ersten heraus und dann schauen, wie der reagiert. Es wird heute sehr, sehr schwierig, weil einige kennen das Format schon. Und wenn ich ihn anspreche, sagt er, ja, Maximilian, ja, kenne ich, Chaibo Club. Also wird schwierig, da heute Leute zu finden, aber ich bin guter Dinge. So, Freunde, ich stehe da neben dem Hassan, gell? Hosam und Momo. Genau. Ihr habt ihr gerade getroffen, euer Style ist mir natürlich auch aufgefallen. Ihr seid so ein bisschen Nike-mäßig unterwegs, Jordan und Air Force, das sind so eure Schuhe wahrscheinlich. Aber für die Temperaturen schon ein bisschen Rollkragen getragen, gell? Und für euch geht's ins Training oder was? Ja, es kommt gerade fit in wahrscheinlich, oder? Nein? MMA, okay, ganz gefährlich. Also ich weiß nicht, ob ich mich da nicht heute ein bisschen 2000 Fenster lehne, aber probieren wir. Liebe Leute, was sind so Marken? Kennt ihr euch auch mit teureren Marken aus? Balenciaga. Das kennen wir schon mal. Okay, perfekt. Kennt ihr ja Baby Dolphin Statement? Ist ja jetzt gerade auch voll ab. Ja. Findest du auch nice? Ja, ist auch Papa. Oder am meisten Alexander McQueen. Alexander McQueen, die Schuhe finde ich nice. Nimm Two macht aber auch geile Schuhe momentan. Nimm Two ist voll, ist auch Bombe. Was ich auch feiere momentan ist Pfizer. Finde ich extrem geil. Also da geht meiner ab wirklich. Da kriege ich einen Horten jedes Mal, wenn ich mal was von denen anschaue. Feiert ihr auch oder ist euch... Nein, eigentlich sehr stabil. Ich finde es auch Bombe, taugt mir. Aber es gibt halt, was sind noch so Marken, die ihr feiert? So Marken, teure? Halt normal. Eigentlich würde ich gerne Alexander McQueen tragen oder Balenciaga, so eine Pulli von Balenciaga. Ja, auch ja. Stabil. Weißt, Tommy Hilfiger ist auch. Tommy ist stabil. Tommy Hilfiger. Ist auch sehr stabil. Ja. Und der H&M, heute sind wir bei H&M Mai gegangen. Ja, wieso? Egal, wo. Sag, hast du es? Hast du es eingesteckt? Nein, nur Spaß. Egal, Mann. Sag jetzt, ist egal. Bruder, schau, egal, ist unwichtig, weißt, aber wir sind einfach Meier gegangen. Ist jetzt Meier gegangen, okay, ja. Okay. Was ist mit Sky Dumont? Feiert sie die Marke Sky Dumont? Naja, es geht eigentlich, es gefällt mir nicht so. Ja, ja. Aber was ich halt nice finde, so ein bisschen italienische Marken sind ja auch geil. Gucci, man. Sehr gerne. Gucci ist geil. Rosette. Kein Bader für Gucci, sag ich. Gucci ist leer und Fendi ist nice, aber was ich momentan extrem feier ist Rosette Clamotti. Taugt euch die Marke? Ja, diese Marke sieht echt stabil aus eigentlich. Ich finde auch. Style passt eigentlich vollkommen. Sieht echt stabil aus. Okay Leute, was sagt ihr, wenn ich euch jetzt sage, dass alle Marken, die ich gesagt habe, kompletter Blödsinn waren? Wenn ich die alle erfunden habe. Eigentlich, da hast du ehrlich, das ist alles sehr nur bisschen Geldverschwendung und so. Das stimmt, aber du hast halt, recht. Wenn man so kranke Sachen ansieht und so, ist auch Baba, wenn man so ein stabiles Teil hat, wegen dieser Sachen, verstehst du? Ja, finde ich aber nice, dass ihr... das alles nur Geldverschwendung und so. Ja, da hast du recht, ja. Ja, ja, cool. Finde ich nice, dass ihr auch so denkt. Und danke vielmals fürs Interview, gell? Schönen Tag euch. Hat's rein. Tschüss, servus. Macht's das gut. Alles Gute euch, gell? Ja, weiß ich nicht, ob sie das jetzt verstanden haben, aber egal. War trotzdem nice. Ja, sagt noch euren Instagram-Namen. Wie ist dein? Bamio. m.a.k-23. Okay, habe ich verstanden. Und du? King.hassan.16. King.hassan.16. Schaut auf alle Fälle vorbei. Die Jungs kennen sich aus modetechnisch. Super. Danke für mal, sage ich nochmal. Gell? Ciao, servus. Ja, cool. Das glaubt mir kein Mensch. Glauben sicher wieder alle, dass ich das fake oder so. Keiner glaubt mir das. Heute ist es nice. So, liebe Leute, bei mir steht jetzt der Harry. Harry und die Monika. Monika und Harry. Mir ist euer Outfit natürlich aufgefallen. Man sieht teilweise, ihr gebt schon ein bisschen mehr Geld für Kleidung aus. Ja, kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Ich sehe den Gucci-Schal, die Gucci-Schuhe. Ich glaube, was haben wir da unten? Ah, Valentino-Schuhe. Valentino-Schuhe, ja. Gucci-T-Shirts. Na Wahnsinn. Und da der Philipp Lein ist so deine Marke, glaube ich, ein bisschen. Den Schal sehe ich. Die Squared, glaube ich. Die Squared, yes.
Jawohl, die Jacke schaut auch relativ teuer. Ist das auch Philipp? Nein. Ist auch Philipp Lein. Ja, dass ich das gleich erkenne. Ne? Nicht schlecht. Und die Schuhe habe ich auch noch nicht gesehen. Firenze aus Italien. Was zahlt man dafür für sowas? Für die Schuhe, 500? 500, okay, ja, das geht eigentlich halt. Genau, das geht. Ja. Ich bin ja mehr so ein bisschen im Street-Style unterwegs, ihr seid ja sehr klassisch und ich bin mehr so lockerer, gell? Aber trotzdem... Täglich anders, ja? Ihr seid wahrscheinlich auch sehr wandelbar, gell? Ist ein bisschen länger. Das stimmt, ja. Da habt ihr recht, ja. Na, witzig, wir sind heute unterwegs, weil wir fragen so ein bisschen über Meinungen zu verschiedenen Modemarken. Es gibt ja auch sehr viele Newcomer-Marken, wie vermutlich schon gehört. Ganz frisch herausgekommen, Prince Mark US, schon mal gehört? Ja, gehört, ja. Habt ihr euch da was geholt davon? Nein, noch nicht. Ne? Ist das nicht so euer Stil? Muss man erst schauen. Ja. Was sind so Marken, bis auf die wir jetzt schon aufgezählt haben, die euch gut gefallen? Also gut, ich mag natürlich gerne Chanel, Louis Vuitton, ja, Valentino, ja. Das ist meine Marke. Ja, okay. Gucci, die klassischen. Genau, die Sky Dumont zum Beispiel, ganz auch, genau, ist auch Bombe. Das ja. ist jetzt meins. Apache finde ich super. Ja, das ist ja auch so Newcomer-mäßig. Genau. Was sind noch für Marken, die so. Bei dir ist Philipp Lent ist gewährt. Ja. Also das. Und so italienisch wie Rosette Clamotti, auch was für euch? Ja, aber wie gesagt, es ist immer ein bisschen. Diese Marken sind hauptsächlich. Man grenzt das genau. ein bisschen. Man grenzt das also, ja, okay. Genau. Man fährt dann einfach so seine Schiene ja, auch ein bisschen. Gell? Genau. Ich war zum Beispiel lange auf Benson & Hedges, hat mir extrem gut gefallen, weil die einfach dieses Amerikanische mag ich auch extrem gern. Oder die englischen Sachen wie Chaibo Club sind auch super. Gut, kenne ich jetzt ist nicht. Nein, so dein, nein, ach so. Nein, das kenne ich jetzt gar nicht so. Und für dich so dein Fall Chaibo Club ist nicht so? Ich kenne es genauso wenig. Aha, okay. Zusammen. Also, ja. Perfekt. Also liebe Leute, all die Marken, die ich genannt habe, waren alle frei erfunden. Okay. Was sagst du aber jetzt? Aber das eine habe ich gekannt. Welche? Ja, das weiß ich Rosette nicht. Rosette Clamotti. Ja? Ja? Giuseppe. Das sind die Zigaretten. Ja, gut, aber du, es kommt alle 5 Minuten was auf. Was? Nein, so ist genau, es, das kann man gar nicht mehr mitkriegen. Wir machen jetzt ein bisschen einen Schmäh und schauen, wer drauf hineinfällt. Ja. Aber man muss sagen, ihr habt bis heute das beste Outfit an. Ich hoffe, wir treffen noch ein paar. Ganz viel oder wie? Ah, das sagst du jetzt an jeden. Wir sind aus München. Aus München, ja. Deswegen der Dialekt. Seid ihr ein bisschen shoppen auch unterwegs, oder? Seit Zing haben wir schon gemacht. Gibt es gute Sachen zum Einkaufen? Ja, super. Ja? Benson & Hedges. So, liebe Leute, neben mir kann man schon erkennen, ein Profi im Fashion-Business, nur die originalen Sachen am Start, der flext hier richtig. What's your name? King Jagger. King Jagger, is that right? Is it possible that your name is on the back, right? Ah, yeah, that's you. Can you? Okay, that's you. So, you did that by yourself? The web, the way kingjagger.com. Ah, okay. So the sand, I will put the link jackets. In the info box. You can buy nice stuff. So you make a lot of money with this stuff, I think, because I know this hoodie is about 10,000 euros or so. So I think you're very successful in this game. Is that right? All right. Yeah, yeah. Hey, King Jagger, ladies. King Jagger is the one and only. Yeah. So you like Supreme and Louis Vuitton. What's your favorite brand besides to Supreme? Supreme is interesting in my country. My from is Colombia, and interesting and beautiful. And the King Jagger, Supreme, Louis Vuitton. Yeah. Where you got that hoodie from? From Colombia. From Colombia. From Colombia. Okay. How much did you pay? About 10,000 or 12,000 or so, right? 3,000 euros. So yeah. That's very expensive. Yeah. Okay. But you like it. And what's a brand you like as well? Like, do you like Sky Dumont? Sky Dumont is great. Benson & Hedges is a great brand, you think so? It's a great brand. Yeah, Benson & Hedges is great. And I also like Rosette Clamotti. You like Rosette? It's a Italiano. Yeah, right. You know the brand? Yes. You got something from Rosette Clamotti? No. But you will buy in some years or so, I think. And next time you will get some of it because it's very nice. Because it's very nice, okay? Yeah. That's awesome. Okay, thank you very much, my friend. Okay, take man. Care, yeah. Have fun in Vienna, and I like your style and I like the thank great you. Thing you're flexing with. Looking the picture or the picture? Yeah, of course, take a picture. Perfect. Ja, Bombenhoodie. Also da sieht man, da werden die Originale gerockt, wenn man seinen eigenen Merch gut verkauft. Ich hoffe, dass das bei mir auch einmal der Fall ist. Auch wenn ich jetzt keine Merch mehr verkaufe, aber irgendwann kann ich mir dann auch so einen echten Louis Vuitton Supreme Hoodie leisten. Ich glaube ganz fest daran. My Instagram is very big, in the big person of Colombia, Latin America, okay. South America. Ah, yeah, so you're a world star. Yeah. Size to me. Okay, yeah. Great. Colombia, cumbia, hip hop.
and Latin America on you welcome you my word. King Dagger ladies, yeah. Yeah. Narcos Burritos Muchachos. Ja, ja, ja. So, liebe Leute, wir haben jetzt noch ein paar Leute gefragt, aber die meisten kannten das Format schon. Relativ schwierig, dementsprechend Leute zu finden, die darauf hereinfallen. Aber ich finde, wir haben drei richtig gute Leute dabei gehabt. War auf alle Fälle ein mega interessantes und spaßiges Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. It's a great prince. Yeah.